Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Hier wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend, wirklich einen malerischen Ort, ein schönes, gemütliches Hotel, wo natürlich der größte Vorteil ist, dass wir komplett alleine hier im Hotel sind. Das heißt, wir können alles nutzen, alle Möglichkeiten, die sich so bieten, Pool, Sauna, sämtliche Massagesachen natürlich mit unseren Physios und vor allem, wir können uns hier frei bewegen. Die Jungs sitzen am Abend zusammen, unterhalten sich, verbringen Zeit miteinander, spielen Tischtennis oder Billard. Wir haben hier ein sehr gutes Essen, was auch gut zu der Belastung passt, die wir hier so haben. Und ansonsten, ja, wenn man sich hier umguckt, schöne Berge im Hintergrund, die werden wir sicher auch nochmal erkunden. Von daher, alles gut, das Wetter zum Glück jetzt besser als die letzten 2 Wochen. Wir hoffen mal, dass es so bleibt. Also ich sag mal so, man kennt es, dass das Trainingslager immer sehr anstrengend ist, vor allem in der Vorbereitungsphase für die Saison. Ich bin selber sehr, sehr viel in Österreich, deswegen fühle ich mich selber hier sehr wohl. Das Hotel gibt die optimalen Bedingungen, dass wir trainieren können, aber auch regenerativ arbeiten können. Training, Schwitzen, anstrengend, aber es gehört dazu und wir versuchen einfach das Beste rauszuholen, um uns auch bestmöglich auf die Saison einfach vorzubereiten. Also sicher versuchen wir natürlich die Woche für uns optimal zu nutzen. Das eine ist natürlich das Thema mannschaftliche Geschlossenheit, viel Zeit miteinander verbringen, sich kennenzulernen, die neuen Spieler zu integrieren, natürlich auch gerade für die neuen Spieler anzunehmen, was fußballerisch gefordert ist, gerade taktische Hinweise. Die ersten Tage waren schon nach dem Spiel Regensburg, der erste Tag ein bisschen regenerativ mit einer Radtour, dann die zweite Einheit auf dem Platz. Jetzt die letzten Tage auch so, geht es schon Richtung Feinschliff, Standardsituation, Varianten einstudieren, Spielaufbau, Pressingverhalten, alles Sachen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind, wo wir jetzt im Camp natürlich auch viel Zeit haben, in den Einheiten auch immer wieder zu unterbrechen, Hinweise zu geben, Sachen zu besprechen, auch wichtig, dass das jeder versteht und jeder auch mitgenommen ist. Und ja, dann werden schon auch noch ein paar knackige Einheiten kommen und intensive Einheiten kommen. Heute Nachmittag dann, wo es dann auch Richtung Umschaltmomente geht. Sicher auch immer ein bisschen Zweikampf mit dabei. Und dann natürlich das Testspiel gegen Steyr, wo wir auch nochmal eine gute Belastung haben gegen einen guten Gegner. Also wir versuchen dann schon auch die Woche mit ganz, ganz viel Inhalt zu füllen. Und die Jungs haben natürlich trotzdem auch Zeit, was für ihre Kondition zu tun, aber sich dann auch zu regenerieren. Ich bin mit dem Till auf dem Zimmer. Klar, man lacht hier und da mal und wir haben uns am Anfang darum, ich würde jetzt nicht sagen gestritten, sondern diskutiert, wer in dem einen Bett, wer in dem anderen Bett schläft, weil das eine ist ein bisschen größer als das andere. Aber wir haben uns darauf dann geeinigt, dass wir uns abwechseln bzw. das miteinander absprechen. Und da gab es dann schon die ein oder anderen Berührungen mal, wo man sich so denkt, okay. Aber jetzt an sich macht es Spaß. Es ist einfach schön, hier zu sein. Wir haben gutes Wetter jetzt die ersten Tage gehabt. Und es macht einfach Spaß, mit der Mannschaft und mit meinem neuen Verein auch zu arbeiten. Also einen durchweg positiven. Also man merkt, dass sie sich sehr, sehr gut in die Gruppe integrieren. Es ist bei uns nach wie vor auch sehr leicht, sich gut zu integrieren, weil es jedem leicht gemacht wird und jeder auf die Reise mitgenommen wird. Man merkt, dass das alles Jungs sind, die offen sind, die auch sehr kommunikativ sind. Viele kennen sich auch schon ein Stück weit, weil sie schon mal irgendwo zusammengespielt haben. Von daher geht das schon genau in die Richtung, was wir auch wollen, Richtung Kollektiv. Und fußballerisch natürlich wussten wir, was wir von den Spielern bekommen. Es sind auch viele junge Spieler dabei, wo es natürlich auch darum geht, dass sie verstehen, um was es in unserem Fußball geht und auch gerade was Fußball in der dritten Liga heißt. Gerade die Spieler, die aus der Regionalliga kommen, ist dann schon ein anderes Anforderungsprofil, auch an ihr eigenes Spiel.
Und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und vor allem auch in den nächsten Wochen dann immer weiter reinkriegen. Dafür haben wir die Einheiten, weil die sind dann schon auch auf einem anderen Niveau als vielleicht in der Regionalliga. Und auch die Testspiele, Regensburg hat es gezeigt, jetzt mit Steyr, Queen's Park und Jena, dann auch wirklich alles Spiele, wo uns alles abverlangt wird. Von seit Tag 1, muss ich sagen, habe ich mich sehr gut zurechtgefunden. Ich wurde super aufgenommen. Der Start ist mir relativ leicht gefallen dadurch. Ein, zwei Gesichter kannte ich schon von damals noch. Noah kannte ich noch aus Burghausen. Und Max Rheinthaler kannte ich auch noch aus der Zeit in Augsburg. Deswegen, aber da hat mich jeder Spieler sehr gut aufgenommen und mich gleich wohlfühlen lassen, sag ich mal. Also es ist so, dass ich schon von klein auf, sag ich mal, seit ich im NLZ war, immer gesagt habe, okay, ich will Jahr für Jahr mich weiterentwickeln und einfach schauen, dass ich das Bestmögliche aus mir raushole. Ich habe hier in der Trainingszeit einfach gemerkt, dass ich hier auch den nächsten Schritt gehen kann, auch dritte Liga spielen kann und dass mir hier die optimalen Bedingungen geliefert werden, um mich auch weiterzuentwickeln. Ich habe mit Josu Stanic lange telefoniert, das ist ein langjähriger Freund von mir. Und der hat mir auch ein paar Einblicke gezeigt und hat mir auch aufgezeigt, wie es bei ihm war. Und da ziehe ich ein bisschen die Parallelen, sage ich mal. Und dadurch war es für mich klar, dass ich dritte Liga erstens spielen möchte. Und dadurch, dass ich hier so super aufgenommen worden bin und das Trainerteam auch überzeugt ist, sage ich mal, war es für mich dann sehr einfach, diesen Schritt zu gehen. Ja, auf jeden Fall die Innenstadt. Ich habe mich die ersten Tage ein bisschen umgeschaut, auch mit dem Till zusammen, was es denn alles so gibt, sag ich mal. Und es ist eine süße kleine Innenstadt, das, was mir auch gefällt. Ich komme eher vom Dorf, klar, in München auch eine Zeit lang aufgewachsen und auch in Augsburg gelebt, genauso wie zuletzt in Frankfurt. Aber ich mag das eher heimeliger und familiärer und deswegen gefällt es mir sehr gut. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.